So, meine lieben Freunde, was geht ab und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play League of Legends. So, jetzt haben wir es. So. Ja, ich zocke heute eine Runde Wayne auf der Botlane mit Thresh. Der ist nämlich so fresh. Nein, also Spaß beiseite, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht und das wollen wir eigentlich nicht. Aber ich denke einfach mal, ich möchte manchmal meine gute Laune mit euch teilen. So, wir haben nämlich einen 5er Premade, Nagato, Illgame, Rixomo, Nirvana Gamer und der Ive Nick. Ja, und so soll es hier aussehen. Wir starten mit einem Longsword. Zwei Tränken. Thresh wird mir auf der Botlane supporten, Tryndamere wird die Toplane übernehmen, Yi den Jungle und LeBlanc in der Mitte. Dann im gegnerischen Team haben wir auf der Botlane Miss Fortune mit Taric in der Mitte, auch eine LeBlanc. Das wird ein schönes Mirror-Game, da bin ich ja schon mal gespannt. Aber dann hier, sehr, sehr witzig, Soraka. Eine Soraka im Jungle. Ja, Sion dann guter Letzt noch Toplane. Nochmal. So, gut. Ich muss ja sagen, wann habe ich das letzte Mal, eine Wayne gespielt? Ich weiß es nicht, das ist wirklich schon extrem lange her. Und ich muss auch sagen, ich habe auch schon länger keine AD Carry mehr gezockt. Also, da bin ich schon bei beidem so ein bisschen draußen. So, dann fangen wir erstmal hier schön mit den Viechern hier an. Ob das jetzt so die cleverste Art und Variante war. Er hat ganze zwei Tränke geused. Ich glaube, ich bin da immer noch mit diesen Golems machen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das jetzt hier hundertprozentig mal am besten funktioniert. Denn ich glaube, ich hätte auch ein bisschen Damage aufnehmen sollen oder müssen oder ich weiß es nicht genau. So, die hat jetzt hier so ein hässliches Item. Sehr gut, haben wir schon mal den Laufspeed runtergenommen. Da kommt der Jungler schon raus, gibt einen Stun auf unseren Thresh, okay. Komisch, wieso er gerade den Thresh stand und nicht mich, aber okay. 92 Auto-Attack ist echt verdammt gut, was ich hier rausdrücke. Und da gibt es das First Blood oben auf der Top Lane. Ja, man sollte niemals den Schaden von einem Sion unterschätzen. Aber ehrlich gesagt kann er auch nur einen hohen Schaden raushauen, das war's auch schon. LOL! Was war das? LOL, was für eine geile Runde, ey. Nice, da geht's erstmal eine Doppeltötung an unseren Supporter OP. Mensch. Und Sion geht da oben auch ein bisschen mehr in Rage. Ich kann mir vorstellen, dass wir später mit dem Sion Probleme bekommen. Könnte, muss aber nicht. Wie Thresh erstmal seine Schatzkiste da rausholt, das habe ich noch nie gesehen. So, jetzt habe ich erstmal einen klaren Levelvorteil. Ich denke aber, ich werde auch einmal jetzt zurückgehen. Weil ich mir gute Items kaufen kann. Und ich gute Items brauche und machen werde. Jo, das sieht doch gut aus. Dann kaufen wir uns hier direkt sowas. Und weil wir es mehr oder weniger voll drauf haben. Alter, was geht denn ab? Da ist Sion schon wieder ein Kill. Mal schnell einen Trank. So, mal ganz kurz ins Spiel reingeschaut. 3-1 für Sion, das sieht nicht gut aus. Aber Tryndamere hat auch 2-2-0.
Wo kommen denn die ganzen Kills her? Last Omen hat 19er Farm, ich 22. Nein, wieso hat den letzten Schuss nicht noch gemacht? Ich erlöse sie von ihrem Schmerz. Du Drecksstück. Ach, komm schon. Übrigens haben wir schon mal einen schönen hohen Auto-Attack. Das lässt sich dann ja gut rechnen. Hallo. Alter, was ist denn mal los bei meinem AD Carry? Er will einfach nicht Schuh schießen, diese blöde Wayne. Sie will mir einfach kein Damage machen. Klar war ich exhausted, aber die hat ja gar nicht mehr geschossen. Die hat ja gar nicht mehr geschossen, egal. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Sie werden geläutert werden. Okay, das ist das falsche Ziel. Mir doch egal. Gegen die Wand mit dir. Bam. Jawoll. Alter, geh es hier ab, ey. Mensch. Wenn ich meine ganzen Kills bekomme, die Trash bekomme, also das ist jetzt gar nicht böse gemeint. War ja auch eher meine Schuld, dass ich das irgendwie mal nicht gebacken bekomme, mich da zu killen. Ah, da wäre ich jetzt schon richtig krass gefeedet. Endlich gibt's mein Ulti auch. Vielleicht sollte ich mir jetzt doch nochmal Boots legen, weil oft ist auch immer daran gescheitert, dass ich nicht genug Laufspeed hatte. Tarek Level 3, nice. Ein Level 3 Tarek. Ein wildes Level 3 Tarek. So, Miss Fortune hat jetzt die Boots plus den Laufspeed durch ihre Passive und ich habe gar nichts. Da macht es ja wirklich schon fast Sinn, hier den Tarek wegzublasten, oder nicht? So, 1400 Gold, ja, wir haben schon mittlerweile ganz gut Knete. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. In der Dunkelheit wird alles offenbar. Okay, warte 3 Sekunden, dann baller ich dann mal richtig an die Wand. Ich rieche schwarze Magie. Oder auch nicht. Wurde getötet. Ein Gegner verfällt in Blut. Nice Damage. Good job, son.
Oh ja. Nice Trash, muss ich sagen. Nice Support. So, und damit könnte ich jetzt eigentlich auch schon fast direkt gleich wieder zurückgehen. Ja. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Nein, scheiße. Man muss die Schatten fürchten. Jawohl, geil, das stand mich sogar. Anstatt dass er irgendwie ja, den Trash da versucht zu bekommen. Jetzt hat er gar keinen bekommen. Da hätte ich fast das andere Item instant. Dann würden mir wieder hier die Boots fehlen, deswegen dumm gelaufen. Euer Team hat einen Turm zerstört. So, gut, dann mag ich jetzt hier ein wenig Ordnung ins Inventar reinbringen. Silence. Wo ist die Meditation? Ah, reicht gar nicht aus. 11-9 die Kills, die fallen ja ganz gut hier. So, Raka hat auch gar nicht so die schlechten Stats, muss ich ehrlich sagen, dafür, dass es wirklich jetzt hier Jungle ist, so Raka ist. LeBlanc geht ganz gut ab. Aber auch aus unserem Team, okay, Master Yi schwächelt ein wenig. LOL. Die machen ja auch eine Kacke, ey. Die ziehen ja hier eine Nummer ab. Man muss die Schatten fürchten. Bam! Wie sie alles Spells raushaut. Ulti hier alles. Das wird sicherlich gleich ein witziges Endgame. Dann kann ich doch schon mal rausgehen. Aua. Run. Okay, Freunde, das geht hier richtig auf der Botlane zur Sache. Die ganze Zeit geile Fights hier, muss ich sagen. Macht richtig Bock. Den Insane, der hat natürlich seine Ulti und hat sich deswegen Unmengen an Leben wieder gegen angerackt. Ah, schade. Aber der Tower ist gedefft, sehr schön. Wir gucken, wie der Seilen sich hier so austobt. Ja, mein Damage ist mittlerweile echt ein bisschen kranker. Gib's ja auch ruhig zu.
Ist ja okay, ja, ist okay. Uiuiuiuiuiuiui. 9-0-2. Nein! Shit, da habe ich nicht gedacht, dass LeBlanc so viel Damage raushaut. Ah, da hat's meine schöne, ja, 9-0-2 Killstreak kaputt gemacht. Schwein. Schöner Silence von Soraka, somit konnte unser lieber Trinderman nicht über die Mauer rüberrutschen. Er war sozusagen gefangen. So, was kaufen wir uns denn jetzt? Phantom Dancer? Ja. Why not? Trash, unser gefiederter Jungler. Nein! Wo ist er? 309, der hat auch geile Stats. Trash 2 OP. Und ihr merkt, ganze Zeit, das ganze Game spielt sich jetzt nur auf der Botlane hier ab. Die gegnerische AD Carry hat auch leicht seine Probleme. I don't wanna fight. In der Dunkelheit wird alles offenbar. Ich hab vor der LeBlanc Angst. Auf den Schwingen der Nacht. Sehr gut, zum Glück sind sie zu dumm, um den Dragon zu machen. Nein! No! Ist hier so krass gefeedet? 8-1-2, ja, fast genauso hart wie ich. Ah, schade, das wäre schön tricky gewesen. Die geht so ab. Wir müssen sie bekommen, wenn sie ihre Ulti da draußen hat, dann muss ich mich dran setzen an das, an die gute. Ich meine, sie geht doch nur auf AP. Sagte ich schon, dass sie nur auf AP geht? Das könnte meine Chance sein. Der 30 Mal für eine Hechtrolle, so. Solange der AD Carry vom gegnerischen Team keine Kills bekommt, geht er erstmal auf ein schwarzes Beil hier. Man muss die Schatten fürchten. Push ein wenig. Ein Verbündeter wurde getötet. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Oh ja, ich krieg auf jeden Fall den Tower, sollte ich eigentlich bekommen. Wobei LeBlanc hat's mitbekommen, kommt glaube ich jetzt gerade oben.
Oh, es ist doch lame, es ist so lame. Ah, meine Güte, ey. Es ist so lame. Vielleicht hätte ich kämpfen müssen, weiß ich nicht. Boah, die ist so gefeedet. Gleich hat sie einen Rabadons. Einfach alle auf LeBlanc, ja. Ich höre die Unschuldigen auf. So geht das natürlich auch. Ich kaufe gleich Magic Business gegen die. Shit, ey, dass der Yi. Nee, dass er Yi doch. Dass er Yi schon wieder draufgegangen ist an der Stelle, oder? Das heißt, ist sie links AFK, die Miss Fortune? Das Böse lauert hinter jeder Ecke. Nee, da ist sie nicht. Kann ich nichts machen, kann ich überhaupt gar nichts machen. Ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen, glaube ich, Magic Assist kaufen. Das. Wobei, mein Phantom Dancer soll ich noch verenden. Da kann man nichts machen. Das ist so heftig. Machen unsere ganzen Basen alle kaputt hier. Jawohl, das war schon ansatzweise knapp. Jetzt fehlt noch der AD Carry. See the barrier, okay. Nice one. Glaubt ihr alles draußen? Oh jawoll. Yeah, sie ist down. She's going down. Monster hat ein Ende. Man muss die Schatten fürchten. Ich hoffe mal, man hört das nicht die ganze Zeit, dass hier im Hintergrund noch gestaubt wird. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Natürlich ist es ein nice Hook. Das ist ein nice Hook von unserem Pro Trash. Geile Items, Miss Fortune. Ich höre die Unschuldigen aufschreien. Ich rieche schwarze Magie. Der erwangsvoller LeBlanc. Nice. Und ich bin weg. Ist mir zu übel.
Genau, da kommt sie nämlich schon. Da kommt sie nämlich schon. Vorhersehbar. So, die machen jetzt den Dragon. Problem ist, man kommt ja auch gar nicht mehr richtig aus seiner Basis raus, weil man so gefürchtet ist vor der. Das heißt, man kann schon gar nicht mehr richtig farmen. Das Böse lauert hinter jeder Ecke. In der Dunkelheit wird alles offenbar. Sei wieder Bot hier. Gut ist, dass wir aber trotzdem überall auch Wards haben von unserem Jungle. Das Böse lauert hinter jeder. Mein Auto-Attack ist sehr, sehr low. Yeah, Supporter OP. Oh man. So, die kriegen ganz, ganz schwache Leistungen, ganz ehrlich. Also ohne hier jemanden zu... Nur weil ich Gold bin. Ja, das stimmt. Jeder fehlt. Auch Platin- und Diamant-Player zocken. Mal eine Runde, die scheiße ist. Jeder fehlt. Man kann nicht immer nur konstant gute Leistung erbringen. Oh mein Gott, der war schön. Shit, wenn meine Ulti umsonst geht. Hässling sein, den muss man nur kalt nehmen. Meine Fresse. Geht's ja noch gut, geht's ja noch gut, geht's ja noch gut oder was? Gegen die Wand mit dir. Jawoll, schön. Gut, dass sie es noch geschafft hat, ihn gegen die Wand da zu ballern. Aber LeBlanc räumt das Feld auch schon wieder auf. Für ein OP hier mit seinem Items. Ist ja nicht mehr feierlich. Gut, was kaufen wir uns denn jetzt am besten? Ja, ich würde sagen, einfach Schleier der Todesfee. Das wird schon hinhauen. Für Vollragen hat man keine Zeit. Mal Vision Ward, okay, alles klar. Ich rieche schwarze Magie. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie mich jetzt noch instant weghauen kann. Ich höre die Unschuldigen aufschreien. Okay, also das soll jetzt auf jeden Fall nicht allzu viel Damage
machen die hier oben? Was machen die denn hier oben? In der Dunkelheit wird alles offenbar. Irgendwie ist einer AFK, habe ich das Gefühl. Ich erlöse sie von ihrem Schmerz. Da ist er wieder. No! Fuck! Ich hätte noch mein Item aktivieren können. Dann hätte ich es überlebt. Nicht dran gedacht. Ach du Kacke. So, was haben wir denn jetzt hier so Böses? Außer viel Damage vom gegnerischen Team. Rüstung haben sie alle nicht. Nicht wirklich. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Auf Infinity Edge. Aber ich will das Game nicht verlieren, weil es so gesaugt geil ist, ey. Sein Rack zu viel, den sollten wir echt nicht mehr fokussen. Euer Inhibitor wurde zerstört. Ja, unser LeBlanc hat auch viel zu wenig Farbe im Gegensatz zu anderen, also von den Items jetzt her. 21, 2, 4. Oh Mann, das meine ich von MS Sword schon was. Und mal für Aktionen irgendwie absolviert. Man muss die Schatten fürchten. In der Dunkelheit wird alles offenbar. Weg, 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 weg. Ach du Scheiße, das ist so krank das Game. Ich würde es gern gewinnen. Sag ich jetzt einfach mal so. Aber wenn das weiter so geht, dann wird das auf jeden Fall nichts. Ne, und ich denke mal, es wird jetzt hier der feine Push. Das Böse lauert hinter jeder Ecke. Nein, schon dieser Livestream, dieser Livestream. Total verrückt. Verrückter Mongo. Schade, würde ich sagen. Ja. Gut, alles klar. Das war's wohl mit einer Runde. Keine Ahnung, war echt heftig mit der gefeedeten LeBlanc. Konnte man nichts machen. Die haben uns einfach sowas von abgezogen. Danke auf jeden Fall an meine Premates und bis zum nächsten Mal.